Im Einsatz, um Leben zu retten. Gerd Knetzger fährt seit 25 Jahren Rettungswagen im Landkreis Neustadt-Aisch, Bad Windsheim. Zuerst ehrenamtlich, seit 8 Jahren hauptberuflich. Heute will er sein fahrerisches Können verbessern beim ADAC-Fahrsicherheitstraining, gemeinsam mit 3 weiteren BRK-Kolleginnen und Kollegen. Auf dem ADAC-Testgelände im oberfränkischen Schlüsselfeld wird Gerd gleich auf Herz und Nieren geprüft. Wie gut hat er seinen 3,5-Tonner im Griff? Erstes Szenario. Slalomfahren in verschiedenen Geschwindigkeiten. Kein Problem für den 52-Jährigen. Auch nicht auf nasser Fahrbahn. Gerd Knetzger nimmt regelmäßig an solchen Trainings teil. Das sei wichtig für den nicht ganz ungefährlichen Job. Das Risiko fährt immer mit bei uns. Wir haben ja ein vielfaches erhöhtes Risiko, gerade bei Einsatzfahrten. Und dementsprechend müssen wir uns den Verkehrsgegebenheiten anpassen. Anpassen muss Gerd Knetzger sich jetzt an eine winterliche Fahrbahnoberfläche. Die Teststrecke des ADAC ist auf einer Seite spiegelglatt, auf der anderen griffig. Das macht es schwer, den Rettungswagen zu kontrollieren. Gerd Knetzger meistert die Situation gut. Es ist doch einmal was anderes und es ist besser auszuprobieren auf so einem Grund wie draußen auf freier Straße. Fast 260.000 Notfalleinsätze ist das Bayerische Rote Kreuz im vergangenen Jahr gefahren. Einige davon hat sie gemeistert. Josie Schieferer ist Rettungssanitäterin in Lichtenfels. Die 28-Jährige soll eine Vollbremsung hinlegen bei 70 km/h. Rettungssanitäterin ist für die 28-Jährige ein Traumjob, trotz der enormen Belastung. Es ist extrem anstrengend. Also vor allem, wenn man dann wirklich ein paar Einsätze hatte und die dann alle einer nach dem anderen kommt, es schlaucht unglaublich. Frank Sperling gibt regelmäßig solche Fahrsicherheitstrainings, weiß, unter welchem Druck die Teilnehmenden im beruflichen Alltag stehen. Um nicht selbst zum Unfallverursacher mit dem Rettungswagen im Einsatz zu werden, helfe meist trotz aller Eile nur eins, nämlich langsamer zu fahren. Für uns als Trainer ist es dahingehend immer wichtig, dass wir die Teilnehmer dahin bekommen, dass sie merken, wo die Grenzbereiche sind, was geht als Fahrzeug von der Technik her und was geht als Mensch, wo sind die Grenzbereiche. Oftmals ist es ja so, dass der Mensch eher im Grenzbereich ist als das Fahrzeug selbst. An die eigenen Grenzen gehen, diese aber nicht zu überschreiten, das nehmen alle Teilnehmenden vom Fahrsicherheitstraining mit. Klingt banal, ist aber überlebenswichtig, wenn draußen auf der Straße im Rettungseinsatz mal wieder jede Sekunde zählt.